Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Sehr oft gestellte Frage: Was passiert eigentlich mit meiner Periode, mit meinem Zyklus nach einer Geburt? Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt die vaginale Geburt war oder eben eine Kaiserschnittgeburt. Wann habe ich wieder mit meiner Periode zu rechnen? Wie lange ist eigentlich normal, dass sie nicht kommt? Könnte ich schwanger werden, auch wenn ich keine Periode habe? Und sowieso, warum ist die auf einmal viel stärker als vorher oder viel schwächer als vorher? Viele Fragen gilt es zu klären und das tun wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, die ein oder andere wird es kennen. Nach der Geburt ist erstmal alles neu und dann kommt auch noch der Wochenfluss hinzu und irgendwann versiegt der Wochenfluss. Und dann fragt man sich, wann habe ich jetzt das nächste Mal eine Blutung zu erwarten? Es war ja eigentlich in der Schwangerschaft ganz nett, keine Periode zu haben. Doch wann geht es jetzt weiter? Oder aber ihr habt weiteren Kinderwunsch und wollt jetzt eigentlich direkt wieder loslegen. Und du fragst dich, wann habe ich denn wieder meinen Zyklus? Und da muss man sich eins vergegenwärtigen, der Hormonhaushalt von Schwangerschaft zu Wochenbett ist extrem durcheinander und neu gemischt worden. Und hinzu kommt, falls du stillen solltest, ist es grundsätzlich so, dass dein Stillhormon, das Prolaktin, noch einiges weiter durcheinander bringt, wenn man es denn so nennen möchte. Vielleicht hast du von dem Mythos gehört, Stillen ist ja eine gute Verhütungsmethode. Das stimmt marginal. Also Stillen ist zunächst einmal keine Verhütungsmethode, die irgendwo anerkannt ist, aber es macht die Dinge sehr viel unwahrscheinlicher. Das stimmt. Da geht es aber nur darum, wenn du voll stillst, dein Kind also ausschließlich mit deinen Brüsten ernährst oder mit deinem Fläschchen, wo du abgepumpte Muttermilch gibst. Denn nur das löst immer wieder diesen Prolaktinschub aus, also das Hormon, was die restlichen Hormone ein Stück weit runterfährt. Und solange diese Hormone runtergefahren sind, wird dein Zyklus auch nicht in Schwung kommen. Das ändert sich aber, sobald sich zum Beispiel deine Stillfrequenz ein bisschen ändert, die Stillpausen länger werden. Auf einmal haben diese Basishormone, die Sexualhormone der Frau, doch wieder die Chance, ihren normalen biologischen Zyklus aufzunehmen. Und schwuppdiwupp kann es auch wieder passieren, dass du einen Eisprung hast. Wichtiger Punkt, du kannst nämlich einen Eisprung haben, bevor die Blutung einsetzt, logischerweise. Und nach deiner Geburt, nach deinem Wochenfluss, bis zur ersten Blutung, kann es also auf diesem Weg dahin schon passiert sein, dass du eventuell wieder schwanger wirst. Denn der Eisprung passiert ja ziemlich unmerklich. Ganz theoretisch solltest du jetzt nicht voll stillen, ist 3 Wochen nach deiner Geburt schon wieder ein Eisprung möglich. Das ist wahnsinnig früh und Natur ist einfach da gnadenlos. Heißt aber auch, 3 Wochen nach Geburt, 2 Wochen später ungefähr, 2. Zyklushälfte, dann kriegst du erst nach 5 Wochen deine Blutung. Hattest aber unterwegs schon einen Eisprung. Das kann passieren. Die offizielle Empfehlung ist also 6 Wochen nach Geburt auch wieder zu Hause über das Thema Verhütung zu sprechen. Jetzt werden viele schmunzeln und lachen, denn 6 Wochen nach der Geburt haben die wenigsten Paare noch richtig Lust, Zeit, Muße, Geduld, romantisch zu werden. Das heißt, die Verhütungsmethode Baby ist eine sehr wirksame, aber solltest du zu den Paaren gehören, die vielleicht auch schon wieder Lust haben, nach so kurzer Zeit nach Geburt wieder sexuell aktiv zu werden, solltet ihr das Thema Verhütung großschreiben. Dazu bietet sich natürlich dieser Termin bei der Gynäkologin zur Nachsorge nach einer Geburt unbedingt an. Wichtig auch zu wissen, der Zeitpunkt, wann ist Wochenfluss eigentlich zu Ende und wann beginnt Periode wieder, also welche Blutung ist welche, ist auch abhängig davon, welche Geburt du hattest. Eine vaginale Geburt, da dauert der Wochenfluss meistens so um die 6 Wochen. Nicht festlegen lassen, also wenn es bei dir 8 Wochen dauert oder nur 4 Wochen, ist das auch völlig okay. Beim Kaiserschnitt wird meistens intraoperativ eine kleine Ausschabung gemacht, heißt die Schleimhaut, die dann eigentlich im Wochenfluss abbluten sollte, ist schon draußen. Heißt, da kann gar nicht mehr viel kommen, sodass der Wochenfluss relativ schnell nach 1-2 Wochen schon versiegt ist. Und die meisten Frauen merken das Versiegen auch, wie es weniger wird, wie sich die Farbe auch ändert, wie sich die Konsistenz des Wochenflusses ändert. Und wenn dann nach diesem Ereignis, wo es wirklich weniger geworden ist, 2-3 Wochen später schon wieder eine stärkere Blutung auftritt, dann kann es sehr gut sein, dass das deine Periode ist. Die meisten von euch kennen mich und werden wissen, dass ich ein großer Verfechter von NFP bin, der natürlichen Familienplanung nach dem Sensiplan-Regelwerk. Und in diesem Sensiplan-Regelwerk gibt es quasi nochmal ein eigenes Regelwerk für die Stillzeit. Und das besagt auch, dass du in den ersten 10 Wochen nach Geburt, wenn du voll stillst, sehr safe bist, was Schwangerschaften angeht. Die Schwangerschaftsrate in diesem Zeitraum ist unter 1%. Also ja, es ist schon relativ unwahrscheinlich in diesem Zeitraum, wenn du voll stillst,
schwanger zu werden. So, jetzt reden wir ja die ganze Zeit nur über das frühestmögliche Ereignis. Das klingt wahnsinnig früh, 5 Wochen nach Geburt. Aber wie lange darf die Periode denn ausbleiben, bis ich mir Sorgen machen muss? Das hängt auch davon ab, wie viel du stillst und ob du überhaupt stillst. Es gibt Frauen, die haben nach wenigen Wochen schon wieder normales Schweizer Uhrwerk. Auch stillende Frauen übrigens. Und es gibt Frauen, die stillen zum Beispiel gar nicht, müssten also theoretisch ihre Periode auch wieder früher bekommen. Die warten nach einem Jahr immer noch drauf. Und das, liebe Damen, ist alles völlig normal. Also die Spannbreite zwischen sehr früh, sofort wieder das Schweizer Uhrwerk, bis hin zu, es dauert sehr lange, bis die Periode wieder einsetzt, ist einfach groß. Und diese Spannbreite ist aber auch normal. Wenn du jetzt über ein Jahr oder 1,5 Jahre noch auf deine Periode wartest, dann muss das nicht gleich was Schlimmeres bedeuten. Du kannst aber natürlich, und das ist auch zu empfehlen, sicherheitshalber in dem Zeitraum, solltest du wahrscheinlich eh bei deiner Gynäkologin mal vorgesprochen haben, einen Termin bei deiner Gynäkologin machen. Nächster Punkt. Viele Frauen haben das Gefühl, dass nach der Geburt ihre Periode, also ihre Blutung, stärker und intensiver ist, also schmerzhafter ist. Ist da was dran? Tatsächlich ist da was dran. Auch hier kommt es ein bisschen darauf an, nicht nur ein bisschen, sondern sehr, welche Art der Entbindung du hattest. Bei einem Kaiserschnitt kann man sich es relativ gut vorstellen. Durch die Narbe, auch an der Gebärmutter, ist ja nicht nur die Narbe, die man an der Haut sieht, sondern die Gebärmutter wurde natürlich auch eröffnet und vernäht, ist jetzt eine Sollbruchstelle entstanden. An dieser Stelle wird weniger intakte Muskulatur gebildet und weniger intakte Schleimhaut. Bei der Periode hat die Gebärmutter es jetzt also schwierig, sich komplett kontinuierlich zusammenzuziehen. Denn es gibt eine Stelle, die nicht so richtig mitmachen möchte. Und dieses nicht so synchrone Zusammenziehen tut oft mehr weh und hat den Hintergrund, dass es oft auch stärker bluten kann. Denn dieser Part macht nicht so gut mit. Und wir brauchen für eine gute Blutstillung eben die Kontraktion der gesamten Gebärmutter. Sodass das ein absoluter Grund ist für verstärkte und schmerzhaftere Blutungen nach einer Kaiserschnittgeburt. Ja, aber auch nach der vaginalen Geburt kann es dazu kommen, dass man ersten Blutungen sehr intensiv erfährt. Auch hier gibt es Mikrotraumen in der Gebärmutter, auch vaginal übrigens, die zu einer kleinen bindegewebigen Umsetzung, also Vernarbung auch der kompletten Gebärmutterwand führen kann. Diese kleinen Traumen müssen erstmal wieder regeneriert werden. Dauert manchmal bis zu Wochen, sodass auch die ersten Blutungen meistens sehr stark und intensiv wahrgenommen werden. Und in der Theorie sollte das besser werden, ja. Es gibt aber auch viele Frauen, und da werden jetzt sicherlich einige nicken, die das seit Geburt über Jahre jetzt stärker erfahren, die Blutung. Ist nicht so ungewöhnlich, was genau dahinter steckt, ob sich vielleicht die Gebärmutter jetzt anders gelegt hat nach so einer Geburt, wissen wir nicht heutzutage. Wir wissen nur, dass es oftmals so sein kann. Und was du auch nie vergessen darfst, je nachdem, fürs wievielte Kind du bekommen hast, die Gebärmutter braucht pro Kind immer ein bisschen länger, um sich wieder zurückzubilden. Das heißt, sie ist einfach auf fast Basketballgröße angeschwollen während der Schwangerschaft und muss jetzt wieder auf Birnengröße sich zusammenziehen. Und das ist ein Prozess, der jetzt nicht mal innerhalb von 6 bis 8 Wochen komplett abgeschlossen ist. Darüber hinaus braucht die Gebärmutter und der ganze bindegewebige und muskuläre Apparat der Frau braucht einfach eine Zeit, um sich zurückzubilden. Das Becken ist vielleicht ein bisschen weiter noch, bis sich das geschlossen hat. Dauert alles ein bisschen. All diese Prozesse können dazu führen, dass so eine Blutung intensiver wahrgenommen wird. Es gibt aber auch Frauen, die die Periode nach der Geburt viel milder, viel angenehmer empfinden. Die sagen, boah, vorher war das schon heftig. Gerade auch Frauen mit einer Endometriose beschreiben, dass es nach der Geburt, nach diesem hormonellen Cluster für die Endometrioseherde, sehr viel angenehmer ist, die ersten Menstruationszyklen. Also auch diese Kehrseite gibt es. Es ist super individuell, wie du das empfindest nach deiner Geburt. Also als Learning nehmen wir mit, dass es eine große Spannbreite gibt nach einer Geburt, egal ob Kaiserschnitt oder vaginale Geburt, bis so eine Periode wieder einsetzen kann. Ja, es gibt die Frauen, die sofort wieder eine einsetzende Periode oder einen einsetzenden Monatszyklus generieren, aber es ist absolut nicht notwendig und es ist auch kein Krankheitswert. Ja, man muss relativ früh wieder über das Thema Verhütung sprechen, weil der biologische Zyklus je nach Stillsituation schon langsam wieder angekurbelt werden kann. Und der Eisprung, den man ja mitunter nicht bemerkt, stattfinden kann, ohne dass man ja schon eine Monatsblutung gehabt hat. Also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, denn laut WHO soll man ja bis zu 12 Monaten warten mit der nächsten Schwangerschaft, unabhängig vom Kaiserschnitt oder vaginaler Geburt. Die Realität sieht oft anders aus.
nach einer Kaiserschnittgeburt, da ist man sich ziemlich einig, sollte man bis zu einem Jahr warten mit einer erneuten Schwangerschaft aufgrund der Narbenverhältnisse. Aber nach einer unkomplizierten vaginalen Geburt könnte man auch früher wieder loslegen. Da passiert in seltensten Fällen irgendetwas. Und ja, die Intensität der Blutung ist auch sehr unterschiedlich. Viele beschreiben gerade die ersten Blutungen als sehr heftig von der Blutung und von der Schmerzintensität. Es gibt auch welche, die sagen, nö, ist viel besser geworden. Aber was die meisten gemein haben, es adaptiert sich wieder einigermaßen über die laufenden Monate, sodass man irgendwann nach vielen Monaten sagen kann, das ist schon wieder fast mein alter Zyklus mit der alten Intensität. Ausnahmen bestätigen aber hier auch die Regel. So, jetzt haben wir sehr viel über Periode und Geburt und Wochenfluss gesprochen. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Wenn dem nicht so ist, dann lasst mir bitte ein Abo da. Wenn dem so ist, dann bitte auch. Und schaut auch mal bei Instagram vorbei. Da gibt es zu diversesten Themen noch ein ganzes Portfolio an Fragen, Antworten und Anregungen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.